Yo Leute, zurück bei Red Faction Armageddon. Und hier müssen wir scheinbar wieder reparieren. Da haben wir wohl vielleicht doch ein bisschen zu viel kaputt gemacht. Hier schießt schon wieder jemand. Also mir fehlen diese Minen, die wir im Teil davor hatten. Und ich glaube auch, die gab es schon davor im Red Faction. Die fehlen mir so ein bisschen, diese Haftminen. Ich guck mal gerade, vielleicht gibt's ja eine Granatwerftaste und ich kenne die einfach nicht. Steuerung zu Fuß müsste es doch sein, oder? Steuerung zu Fuß. Angriff, Nahkampf, Zoom an, Zoom aus, integrieren, ne, interagieren, mein Gott. Schockwelle, Berserker, Schutzhülle, irgendwelche Waffen, kriechen. Nee, gibt's nicht. Schade. Naja, dafür haben wir wahrscheinlich direkt dieses Pulsgewehr. Ich habe mir übrigens jetzt auch zu diesem Spiel hier das Add-on gekauft, das einzige. Also das war auch im Angebot. Es gab noch den Soundtrack, aber den brauchte ich jetzt nicht wirklich. Also bin ich hin und habe mir dann einfach ganz gediegen noch das Add-on dazu gegönnt. Und ja, warum nicht, ne? Ich meine, 1,50 Euro, glaube ich, hat das gekostet. Das waren insgesamt 6,50. Was soll man sich da beschweren, bitte? 6,50 läuft. Also ich habe das Spiel schon wesentlich teurer gesehen. Oh, was habt ihr denn für Waffen? Ich finde, die Waffenvielfalt kommt jetzt auf jeden Fall erstmal... Huch, scheiße. Die Waffenvielfalt kommt bis jetzt... echt gut rüber. Gerade auch was die Gegner angeht. Ah, die haben so eine Waffe, die gab es auch schon im Teil davor. Die löst so diese Sachen auf, diese Gegenstände. Huch, was haben wir jetzt gemacht? Ich habe mir hier selbst den Weg hier kaputt gesprengt. Auch geil. So. Ja, also ihr merkt vielleicht schon, ich vergleiche das hier immer so ein bisschen mit dem Teil davor. Ich meine, mit was soll ich ja sonst vergleichen? Also, ich könnte das jetzt schlecht mit, ich könnte ja jetzt schlecht sagen, ja, also in Red Faction 1. So, also, versteht ihr, Red Faction 1 ist schon ewig her. Deswegen ist das ein bisschen Quatsch. Where is the son of a bitch? That way. Careful, he's heavily armed. Okay, wir müssen gegen Hale kämpfen. Aber das ist der wohl nicht, das sind wohl Exos, wie der das gerade gesagt hat. Bartz, Junge! Hä, wo ist er? Ist er schon down? Hat ihn jetzt aber... Naja, also... Bartz, Mann, das ist so geil. Voll der Machtstoß. Aktivieren. Okay, wartet. Ich gehe noch mal nach oben. Vielleicht ist hier ja was. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Dieses Klick, 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 Klick. Das ist so eine... Das ist so ein geiler Sound für eine Verriegelung. Also... Ihr könnt das jetzt wahrscheinlich nicht nachvollziehen, aber ich, was meine Grafik-Sachen angeht und so, also auch Intros und so, ich höre mir immer so Soundeffekte an und gucke immer, was man vielleicht gebrauchen könnte. Und dieses Klick, 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 das passt perfekt für so eine Versiegelung bei einer Türe. Das ist so Hammer. Okay, Cutscene. Also bis jetzt gibt es relativ viele kurze Cutscenes, aber es gibt Cutscenes. Und ich muss sagen... Finde ich schön. Ich mag's, wenn ein Spiel relativ viele Cutscenes hat. No, Sarge. Hill was reported moving this way. Reported by who? Wounded rifleman. Just passed him near the main reactor. Only friendly. Oh nein, der war das bestimmt. When the terraformer fell, the surface became a storm. Ich wusste es doch. We were forced deep underground into caverns and mines. In one moment. Adam Hale had crushed decades of Martian hopes and dreams. Sergeant Winters claimed the mission's failure was not my own. It sure as hell didn't feel that way.
Jahre später. Check the serial number. That's genuine Altor, not some cheap knockoff. Power cell included. Marauder trash. Move along if you're not buying. I wasn't talking about the contraband. Down here in Bastion, we got laws against smugglers. I don't see anyone enforcing them. Maybe we start right now. Hey, this old arc welder still work? Guess so. I could have handled him. Sure, but what I gave him, he'll wake up from. Eventually. It's good to see you, Darius. Let me close up shop. I'll buy you a drink. Sorry, Kara. I got a big job up in Bradbury Canyon. I'm on my way topside. The hell you are. A monster storm just rolled in. Yeah, well, for a payday like this, I can take a little wind. I'll see you when I get back. Darius. Hmm? It's a Franklin amulet. It's supposed to protect against lightning. Can't hurt. Mason? Yeah, put that away. You called me, remember? Money you boys put up, I was expecting a larger operation. Bring whatever equipment you need. The job's inside. Site's just up ahead. They look like old Marauder ruins. It's something like that. So what do you need me to do? There's a lower chamber we're trying to get to, but the tunnels are unstable. Word around Bastion was you could get through. I'm flattered. So, what are you after? Artifacts? Forgotten loot? Thought your policy was no questions asked. Okay, Sam, let's get to work. You picking up anything? Sonar detects minor instability. However, the majority of low barrack supports remain intact. Something doesn't feel right. Okay, und wir sind wieder im Spiel. Ja, ich wollte jetzt die Cutscene bzw. das Ganze hier nicht unterbrechen. Da ist ja doch ein bisschen was Größeres passiert, ne? Wir konnten ihn nicht aufhalten und jetzt, Jahre später, scheint es so, als müsste man mittlerweile unter der Erde leben, könnte man schon fast behaupten. Hä, und jetzt? Verstehe ich nicht. Ach so. Ah, das ist nett. Und da scheint ja doch schon ein bisschen was passiert zu sein. Aber, ist natürlich schon scheiße gelaufen, dass wir den Typen da... Alter... dass wir den Typen da nicht kriegen konnten. Also ich weiß, dass es in dem Teil davor, da war es auch schon auf dem Mars. Ich glaube, das war in jedem Teil. Und da war es so, dass man... Hä, wo? Wieso kann ich denn das da nicht festmachen? Ah, da dran. Okay. Doch, jetzt geht das. Okay. Da war es so, dass man... tatsächlich... Alter, hier bricht mir alles am Kopf. Dass man da tatsächlich hingehen konnte und... ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich das so cool finde irgendwie mit diesem Magnetding. Da war es auch so mit dem... hier... mit dem Mars und alles, da, dass man auch auf dem Mars, auf der Oberfläche rumlaufen konnte und alles. Das scheint ja jetzt hier ziemlich schwer zu sein. Right.
genau, was da drunter ist. Wir machen das schon irgendwie. Oh. Es hat sich nicht so gut angehört, muss ich sagen. Haben wir denn nichts anderes? Ist schon ein bisschen langatmig hier, ich glaube. Okay, es stürzt ein. Oder auch nicht? Jetzt stürzt es ein. Oder auch nicht. Ist doch scheiße. Wow, ah, ich dachte gerade, da wäre ein Monster rausgesprungen. Oder ein Alien, was das auch ist. Fast offen? Wo ist denn das fast offen? Ist genauso schrottreif wie vorher. Und mittlerweile liegen hier echt viele Teile rum. Okay, jetzt ist es offen. Geh da hin. Jo, ab dafür. Lifeforms approaching. Numerous lifeforms. Hey, you must be reading the salvagers. Negative. These are non-human. Non-human. Approaching in position. Rapidly. Hey, something's moving down here. Hey, you read me? That won't be possible, Mason. What are you doing? Who are you people? The true masters of Mars. Hell? Yes. Thank you for opening the seal. Despite the generations of bad blood between us, you will be honored in our lore. Das lief ja jetzt nicht gerade positiv, muss man sagen. Where am I? Come on, wake up, you piece of... Rebooting. Initializing startup protocol. Okay, es geht wieder los. Magnetgewehr. Eine zweistufige, ach, da steht auch immer was drunter, das hätten wir vorhin auch lesen können, Bergungsvorrichtung, die in den richtigen Händen eine hervorragende Waffe abgibt. Okay. We were out for 3 days? Affirmative. Holy shit. I'm detecting an unknown life. 3 Tage, ja. Okay, wir haben Hammer, wir haben 2 Maschinenpistolen, würde ich mal sagen. Das hier schaut aber aus wie ein Nest. Sam, I really don't like this. Ja, ich auch nicht wirklich, muss ich sagen. Can you get in contact with Bastion? We have to warn him. I have made 36 unsuccessful attempts to contact Bastion in the last minute. Great. Damn. Darius, I'm detecting... Ah, das Reparaturtool haben wir aber. Das ist schön. Oh, hier vorne ist ein Gegner. Is anybody here? Da vorne war was, aber ich glaube nicht, dass du willst, dass das da ist. Can you get a lock on that thing? Analyzing. Negative. The subject is moving too quickly. Holen schnell mal die Muni. Where the hell are we? Stuff looks pretty old. Oh, hier liegt aber ein bisschen was rum. So what happened to the people? Ultra Recon Squad, day 40 something, 7? We lost Gomez last night. Na, komm ich da wieder rauf? Ja. Okay, hier ist
Scheinbar Muni, die wir nicht brauchen. Ah, guck mal an. Erweiterungsstation, was haben wir hier? Fortschritt 8, nächste Gruppe 21%. Hilfe. Spielererweiterungen sind für den Einzelspieler- und Mehrspielermodus. Gekaufte Erweiterungen können in beiden Spieltypen genutzt werden. Okay, was haben wir hier? Ausweichen, Rückstoßverringerung, schnelle Hände, Schockwelle. Die Nanoschmiede gibt eine Energiewelle ab, die Feinde im Umfeld lähmt und ihnen Schaden zufügt. Das ist nicht schlecht. Moment, was war das? Erhöht deine Gesundheit. Ich würde einfach grundsätzlich erstmal auf Gesundheit setzen. Wo sehe ich denn? Ah, hier sehe ich, was das kostet. Hätte ich vielleicht mal früher darauf achten sollen. Aber okay. Und ich sehe gerade, wir haben schon wieder 16 Minuten. Dann würde ich sagen, ich mache einen Cut und beim nächsten Mal gucken wir uns diese Höhle oder, naja, vielleicht auch ein Nest mal genauer an. Bis dahin und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.